Vicky, wir freuen uns, 3 Punkte nach Wien mitnehmen zu dürfen. Wie gut tut diese Leistung nach der letzten Heimniederlage? Ja, extrem gut. Ich glaube, wir haben einfach das abgerufen, was wir auch können und haben einfach richtig reagiert auf das Match. Ich glaube, besser können wir es nicht machen. Auch zu 0 gespielt, 2-0 gewonnen. Also besser geht es, glaube ich, nicht. In der ersten Halbzeit waren die Gastgeberinnen im Vorteil. Wieso konnten wir uns da noch nicht so ganz durchsetzen? Ich glaube, wir haben nicht so schlecht gestartet in das Spiel. Dann ein bisschen aus der Hand gegeben. Aber ich glaube trotzdem, dass wir über 90 Minuten hinweg das Spiel recht unter Kontrolle hatten und auch verdient gewonnen haben. Nächsten Sonntag erwartet uns zu Hause das Derby gegen die Austria. Sorgt so ein Sieg nochmal für extra Motivation, vor allem jetzt beim Saisonende? Ich glaube, gegen die Austria braucht man fast gar keine extra Motivation, aber trotzdem ja, auf jeden Fall. Wir wissen, wir können jeden schlagen und so gehen wir auch in das Spiel rein. Dankeschön. Betsy, was für ein Spiel. Erste Halbzeit torlos und dann kurz nach der zweiten das 0-2, darunter dein Tor. Wie wichtig war diese Führung? Ja, die Führung war enorm wichtig. Genau zum richtigen Zeitpunkt haben wir die Tore geschossen. Kurz davor hat Altach nur super Chancen gehabt, aber eben es war genau der richtige Zeitpunkt und so sind wir ins Spiel gekommen und haben es nicht mehr aus der Hand gegeben. Also würdest du sagen, ist der Matchplan genauso aufgegangen, wie ihr ihn vorgesehen habt? Oder gibt es da am Sonntag noch etwas, woran man schleifen kann? Naja, bei dem Sieg kann man sagen, der Matchplan ist aufgegangen. Aber es gibt sicher viele Sachen noch zu analysieren. Und wir wollen immer an uns feilen und weitermachen. Und dann werden wir das Beste geben am Sonntag. Mit dem heutigen Sieg erobert ihr den 2. Platz in der Liga. Was hat das für eine Bedeutung für euch? Ja, jetzt ist die Freude sehr groß. Wir arbeiten schon sehr lange darauf hin. Jetzt sind wir am 2. Platz, aber die Saison geht noch eine Weile lang und wir wollen jetzt einfach Spiel zu Spiel schauen und die nächsten 3 Punkte einfach am Sonntag mitnehmen und dann hoffentlich am 2. Platz fertig machen. Dankeschön, eine gute Heimfahrt. Dankeschön.